Was denn? Der Wind zieht mich da nach oben. Hat mich gerade voll nach unten gezogen. Der Wind, der zieht mich nach unten. Der Wind, ganz unumwunden, Stunden um Stunden, dreht der Wind hier seine Runden. Und kaum jemand hat überlebt, um dies zu verkünden. Der Wind, das himmlische Kind, ist gegenüber der Gerechtigkeit blind. Der Wind, er ist ein Element. Ähnlich wie ich, ist er ganz enthemmt. Der Wind, er ist wie der Mensch. Er ist nicht gut. Er ist nicht gut. Der Wind, er nimmt mich mit auf eine Reise. Und ich komme vor wie Schaumspeise. Sagt man überhaupt noch Schaumspeise? Ich weiß es nicht. Steh auf, kleine Elfe, und grabe ein Loch. Bitte tu es doch für mich. Der Mensch, er gräbt Löcher in den Berg. 25 von 38. Wo kommen wir hier? Rock Bottom. Ah ja, da kommen wir hier direkt durch. Ah, das ist ja super. Das heißt, wir arbeiten uns tatsächlich mühselig nach vorne. Wir arbeiten uns tatsächlich mühselig nach vorne. Wie komme ich hier nach oben? Ich weiß es nicht. Hier vielleicht. Das sieht richtig aus. Ich will hoch hinaus. Flocken. Flocken. Waldechte Flocken zu rocken. Hier live auf dem Brocken im Harz. Da gibt es Knarz. Da gibt es Knarz. Der Teufel schlummert im Detail. Er trächtigt dir dein Seelenheil. Der Weihnachtsmann ist der Einzige, der helfen kann. Du warst unartig. Dieses Jahr warst du unartig sogar. Jeder weiß es. Keiner sagt es dir. Du warst so unartig. Das beweis ich hier. Jeden Tag. Ist es wirklich wahr? Warst du unartig? Warst du unartig? Warst du unartig? Du warst so unartig. Und die Uhr, die tickt. Ja, komm ich auch runter? Ich weiß es nicht. Vier Flocken fehlen noch. Vier Flocken fehlen noch. Ich meine natürlich, oh, wie kann man nur? Ist das die Nachhausemusik? North Peak, 0 von 8. Alter, wie riesig diese Karte hier ist. Man glaubt es gar nicht. Ich dachte, ich bin dann hier schon längst durch in Bälde.
Aber das glaubst du ja selber nicht. Huh, was war das denn? Ach, es war eine Flocke. So unartig. Man weiß ja nie, wann es genug ist. Manche Leute wissen es einfach nicht. Na, den zeichne ich doch glatt. In meinen Nacktkalender. 11 von 11. Das ist wohl das letzte Vögelchen. Und wir sind über dem Peak, wie es aussieht. Okay, dann düsen wir mal ganz kurz hier rüber. Dann rein hier runter. In die Schlucht hinein. In die Schlucht. In die Schlucht der Verzweiflung. Die Verzweiflung. Man muss das G am Ende noch richtig betonen. Verzweiflung. Dann kommt es auch richtig an. So. Der alte Mischer macht mir erstmal einen Kakao. Wir fragen den einfach mal wieder nach Elfzyklopädie. Vielleicht weiß der mal wieder was. Dann lass mal hören. Schlittenspuren markiert mit Schildern im Land garantieren den Schlitten gegen die Wand. Nein, das sind natürlich Hügel, die sind relativ hoch und Pisten sehr groß. Machen dich froh. Also hole den Schlitten und fange gleich an mit Schlittenfahren vom Kinde zum Mann. Ja, und meistens, da sieht man am Ende der Bahn ein kleines Bubbelchen. Da fliegst du dann. Ja. So. Also die Elfen haben über die Jahre wirklich ein beträchtliches Wissen aufgebaut. Das ist unfassbar. Das ist wie die Wikipedia. Nur echt viel beschissener. Der gibt uns hier am Spielende noch Tipps, die wir eigentlich schon am Anfang wussten. So. Hua, hier geht's ja weiter. So, wie sieht's denn aus? 17 von 36. Man merkt es bestimmt und das macht mir was. Nein, ich wollte da gar nicht lang. Alter, wie gemein, wie gemein, wie gemein. Voll die Gängelung. Nein, 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 nein. Jetzt gehe ich erstmal da rein. Da komme ich nicht mehr raus. Voll die Gängelung. Ich will wieder zurück. Ich will zurück. Vielleicht hier hinab. Weil ich da noch ein Flöckelein übersehen habe. War es hier? Nein, es war auf der anderen Seite. Darum beschreite ich den Weg abermals. Sonst kriege ich einen Hals, weil mir die Flocke fehlt. Okay, noch kommen wir nach links. Mal gucken, ob wir es schaffen. Alter, ist das doof. Der Ärmel. Der sieht aus wie ein Pudding. Der sieht aus wie ein Wackelpudding. Komme ich gar nicht mehr lang? Wie ärgerlich. Kann ich, aber oben kann ich noch nach links, oder? Huch. Ach, er wieder. Der alte Drogenmacher. Das ist ja ganz toll, da kann ich ja dann von hier wieder. Das ist ja... Ich glaube, ich bin ja... Bin ich ja wieder falsch? Ich bin ja wieder falsch, oder? Alter, was für eine miese Stelle. Auf die Schnelle, auf die Schnelle. Mach sie hier eine fiese Stelle. So, hier war nichts mehr. Nee, da waren wir schon. Okay, dann... Das muss doch irgendwie möglich sein, dass wir da... Also, ich guck nochmal hier.
da geht's gar nicht ruhig. Aber hier. Okay. Ach, ist das schön schneeig hier. Dass man die Sterne sieht, hat das was mit der Uhrzeit zu tun? Ist es hier normalerweise hell? Wechselt hier Tag und Nacht? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht mal darauf geachtet die ganze Zeit. Ah, wir sind eh wieder hier. Okay. Habe ich da doch nichts übersehen? Sechs Stück fehlen uns noch. Dann schaue ich doch mal hier. Eins. Zwei. Das sieht aber nicht so optimistisch aus hier. Vier Stück. Komm schon, vier Stück. Haha, wie gemein. Na, einmal nach oben bitte. Hier oben ist gar nichts mehr. Und hier, wenn wir hier lang fliegen, auch da ist gar nichts mehr. Das heißt, ich glaube, wir haben jetzt die Karte umrundet, aber wir haben noch nicht alle Schneeflöckchen gesammelt, wie mir scheint. Was? Lair of the Mitten Thief. Ich dachte, wir landen jetzt zu Hause, aber in Wahrheit sind wir hier beim Mitten-Thief. Mitten-Thief im Leben. Kennst du vielleicht? Home. 21 von 21. Hä? Wir sind also home, aber vielleicht ist die Mutti der Mitten-Thief. Ach so ist das. Das war doch ein Rentier, oder? Vielleicht braucht das Rentier den Mitten für seine Nase, weil das so ein rotes Handschuhchen ist. Vielleicht war das ja Rudolf. Aha. Na? Da freut sich der Marvin. Und alles war wieder gut. Der Marvin winkte noch einmal Tschüss und sprang in die Tiefe. Ach, ist das süß. Ja, und das war Marvins Mittens, Marvins Handschuhe. Und eigentlich, ich muss zugeben, eigentlich habe ich gedacht, das Ding wird vielleicht zwei Folgen lang. Jetzt habe ich 3 Stunden aufgenommen. Man glaubt es gar nicht. Weihnachten dürfte inzwischen vorbei sein. Es tut mir echt leid. Ich hoffe trotzdem, dass euch das kleine Weihnachts-Let's-Play gefallen hat. So über die Festtage kann man ja auch mal sowas spielen. Es ist ja auch trotzdem mit für Erwachsene. Man kann ja auch mal sowas machen. Es tut mir leid, wenn einigen Leuten vielleicht mein Gereime, yay, ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Ich weiß es ja nicht genau. Was macht denn der da? Ah ja, der braunst übergegen. Es tut mir leid, wenn man Gereime manchmal etwas exzessiv war, aber manchmal ist man so drin und dann erkennt man erst den Sinn. Nein, dann erkennt man kein Ende. Ja, das war auf jeden Fall ein ganz kleines Weihnachts-Let's-Playchen. Hoffentlich nicht das einzige. Heute werde ich wohl nicht mehr schaffen, eins aufzunehmen, aber vielleicht schaffe ich es morgen noch, eins aufzunehmen. Dabei gehe ich morgen ganz überraschenderweise nämlich auf den Weihnachtsmarkt. Jetzt kann ich es ja verraten, denn inzwischen war ich schon da. Und zwar heimlich zu einem sogenannten Fantreffen. Und ich gehe da ganz unangekündigt hin. So, das Ende. Hui! Hui! Haum, 21 von 21. So, wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit... Wir haben noch die Möglichkeit, auf 100% zu spielen. Wir haben noch nicht alle Tiere gesammelt, wie man sieht. Ich glaube, die Mutti ruft auch nicht mehr. Und wir haben natürlich hier überall auch nicht... Kann man uns hier hinbeamen? Nee, ne? Nee, hinbeamen geht nicht. Okay.
Und wir haben nicht alle Schneeflocken gesammelt, aber wir haben alle gesammelt, die nötig sind. Und letzten Endes haben wir unseren Handschuh gespendet. Weil wir ein lieber kleiner Marvin sind. Ja, auf jeden Fall, das war Marvins Mittens. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen. Es war mal was anderes auf dem Channel. Nicht immer nur Blut und Action und Pipapo, sondern einfach mal ein bisschen was Weihnachtliches. Ich finde, das fehlt mir auch immer so ein bisschen im Fernsehen, muss ich ja zugeben. Da fehlt mir... Es gibt ja immer die ganzen Trailer, blutige Weihnachten oder dieses, noch nie hat es so viel Action zu Weihnachten gegeben. Das will doch gar keiner. Niemand will das. Action gibt es doch das ganze Jahr über. Zu Weihnachten, da ist man auch froh. Da gibt es jetzt die Griswolds natürlich. Es gibt täglich Grüß das Murmeltier. Es gibt so ein paar Weihnachtsfilme, die man gerne guckt. Vielleicht hast du da auch so ein paar Lieblingsfilme, die du gerne zu Weihnachten guckst. Aber ich muss sagen, es gibt erstaunlich wenig. Das sind alles Klassiker. Die Weihnachtsfilme, die man gerne guckt, sind alles Klassiker. Kris Kringle und wie sie nicht alle heißen. Das Wunder in der Straße. Das sind alles Klassiker und es gibt einfach so neue Filme. Neue, schöne Weihnachtsfilme, weiß ich nicht. Und die für Kinder müssen ja heutzutage immer irgendwie cool sein. Aber die sind nicht mehr schön. Die sind immer cool. Yeah, coole Weihnachten. Yo, 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 was geht, ey? MC Schwerverbrecher, Weihnachtsmann. Ja. Ich komme aus der Nordpol-Hood. Ja, nee, weiß ich nicht. Und deswegen fand ich das Spiel ja ganz schön, deswegen habe ich das ganz spontan mal gemacht. Ich hoffe, es hat trotzdem einigen gefallen, auch wenn es dann wieder heißt, der Kinderkanal. Aber ganz ehrlich, ich freue mich auch, wenn es mit den Eltern geguckt wird und über die Festtage darf man ja ruhig mal beisammen sitzen. Und statt sich blutige Weihnachten zu geben, dann kann man sich ja auch mal einen kleinen Jungen geben, der seinem Handschuh hinterherläuft. Es hat schon Schlimmeres zu Weihnachten gegeben. Ja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank für die langjährige Treue bei vielen auch. Das muss man auch mal erwähnen. Vielen Dank für die langjährige Treue. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Aushalten. Vielen Dank, dass ihr das ertragt, wenn ich meine 5 Minuten habe und anfange zu singen oder auch einfach mal während der Moderation plötzlich anfange, einfach die ganze Zeit zu reimen oder Englisch zu sprechen oder was weiß ich. Es sind so viele kleine Eigenarten, die alle von uns ausmachen. Und das macht uns alle hoffentlich ein Stückchen weiter liebenswert. Euch zumindest. Bei mir bin ich mir da selber nie so sicher. So, jetzt jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt ganz besinnliche Tage mit euren Lieben, mit anderen Lieben, vielleicht auch mit Freunden, man weiß es nicht genau, je nachdem, wie die Leute ihr Weihnachten gestaltet. Das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit, das darf man nicht verurteilen. Manchmal ist es schade, manchmal aber auch einfach nur anders. So, jedenfalls, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein und jetzt ho, 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 fröhliche Weihnachten nachträglich, denn das sind viel zu viele Folgen geworden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim anderen Let's Play oder vielleicht auch mal so, wenn man wieder überraschend auf ein Fan-Treffen kommt. Ich hoffe, das wird lustig, weil von mir aus gesehen findet das erst morgen statt. Ich bin nervös und gespannt und freue mich drauf. So, jetzt aber erstmal tschüss und nochmal vielen Dank für alles. Tschüss.